Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr in meinem Deko-Ideenreich. Bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, bis ich so aus dem Urlaubs- und Feiertagsmodus wieder zurückgekehrt bin in meinen Alltag. Aber dafür habe ich umso mehr neue Ideen, Deko-Ideen im Kopf, die ich mit euch im Laufe des Jahres teilen möchte. Und ich freue mich wirklich auf euch. Denn ihr seid die eigentlich diese ganze Geschichte hier auf YouTube auch wirklich so schön machen oder so lebendig machen, denn ich rede jetzt nicht nur hier mit meiner Kamera, nein, durch eure Kommentare, durch die Bilder, die ihr mir schickt und durch die Fragen, die ihr stellt, lasst ihr das Ganze richtig lebendig werden und das macht richtig viel Freude. Und deshalb freue ich mich wirklich auf dieses vor uns liegende Jahr und bin gespannt, was es so bringen wird. Heute starte ich jetzt mit zwei Upcycling-Ideen für euch. Ich möchte euch zeigen, was ich jedes Jahr so im Januar quasi mit meinen Kerzenwachsresten anstelle. Das eine ist was ganz Praktisches und das andere mehr was Schönes fürs Auge. Und beides geht aber wirklich ruckzuck und ist echt schnell fertig und man braucht auch nicht viel und hat das meiste wirklich schon zu Hause. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, für diese erste Idee, diese Feuer- oder Grillanzünder, braucht ihr folgendes. Natürlich Wachsreste, da ist auch so die Farbe ganz egal. Dann einen alten Topf und eine Konservendose. Dann Eierschachteln, Toilettenpapierrollen oder Muffinförmchen, so aus Papier. Und dann Muffinblech dazu. Dann Holzwolle, das ist wirklich das wichtigste Material eigentlich oder das funktioniert auch am allerbesten. Das kriegt man im Baumarkt oder im Gartencenter. Dann hier habe ich Zapfen oder so alte Zweige vom Tannen- oder Weihnachtsbaum und vom Adventskranz. Und als Werkzeug noch eine Schere, um die Zweige klein zu schneiden und eine Zange, um die heiße Dose nachher anpacken zu können. Zuerst müsst ihr euer Wachs schmelzen. Also das geht einmal im Wasserbad, das seht ihr hier. Das geht natürlich relativ flott, weil man das Wasser gut erhitzen kann. Wichtig ist dabei, dass kein Wasser in den Wachs spritzt, wenn das so aufkocht. Und eine zweite Möglichkeit ist, dass ihr die Konservendose direkt mit dem Wachs befüllt und dann, wer das hat, auf den Kaminofen stellt. Zuerst bereitet ihr eure Formen vor, das heißt, bei der Eierschachtel trennt ihr diesen Deckel ab. Für diese Toilettenpapierrollen halbiert ihr immer die Rollen. Und legt euch irgendeine Form mit Papier aus und dann stellt ihr diese Rollen da rein. Natürlich auch sehr einfach ist, mit diesen Muffin-Papierförmchen zu arbeiten. Da legt ihr in euer Muffinblech in jedes Loch ein Förmchen ein. So, jetzt geht's an die Befüllung der einzelnen Anzünder. Das wichtigste Material hierfür ist die Holzwolle. Denn die saugt sich dann auch hinterher richtig schön mit diesem Wachs voll. Und da nehmt ihr jetzt so ein ordentliches Bündelchen für jedes Loch quasi ab und dann schlingt ihr so diese Holzwolle so umeinander, dass es so ein richtig schönes Bündel gibt und das verhängt sich eigentlich auch so ganz schön miteinander und bleibt dann auch so. Und dann stopft ihr quasi dieses Bündel jetzt in eure Anzünder. So, der erste Schritt ist getan und wenn ihr das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen verzieren möchtet oder auch noch anderes Material mit reinarbeiten könntet, dann könnt ihr jetzt kleine Zäpfchen zum Einsatz bringen und setzt da noch überall eins oben drauf oder halbierte Tannenzapfen. So, und zur Krönung von dem Ganzen könnt ihr natürlich auch noch so ganz kleine Zweige zurechtschneiden und die dann quasi auch als kleinen Farbtupfer noch oben reinstecken. Oder auch so kleine Tannenzweige noch mit reinarbeiten. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch euren geschmolzenen Wachs über diese Teile da füllen. Wundert euch nicht, wenn jetzt hier bei der Klopapierrolle, da wird natürlich das Wachs erstmal unten durchfließen, aber wenn es dann trocknet, dann bleibt es auch in dieser Klopapierrolle an der Holzwolle hängen und ihr könnt es nachher dann auch die einzelnen Teile so auseinanderbrechen. Und genauso ist es auch bei dieser Eierschachtel. Da könnt ihr ganz einfach nachher, wenn das Wachs dann ausgehärtet ist, diese einzelnen Teilchen voneinander abbrechen.
So, und wie gesagt, in dem Fall, wenn das jetzt sehr heiß wäre, bei mir geht es jetzt eigentlich, ich kann es mit der Hand anfassen. Ansonsten würde ich empfehlen, dass ihr zum Anpacken dieser Dose so eine Zange nehmt. Da kann man das eigentlich auch ganz gut dann so packen und danach ausgießen. Also meine Eierschachtel, die habe ich jetzt hier nochmal auf ein altes Blech gestellt, damit da, weil wenn das durchweicht, auch wirklich nichts an meine Unterlage kommt. Wenn ihr jeden einzelnen Anzünder jetzt richtig schön mit Wachs getränkt habt, beziehungsweise vollgegossen habt, dann sind sie auch schon fertig und ihr könnt sie gebrauchen oder schön verpackt verschenken. So, kommen wir zu unserer zweiten Upcycling-Idee, zu der Duftkerze in der Tasse. Dafür braucht ihr auch Wachs, denn hier habe ich mir jetzt farblich sortiert, weil ich den dann auch passend zur Tasse entsprechend einfüllen möchte. Und wenn ihr jetzt da Bedenken habt, dass der so verschmutzt ist oder sich so alter Docht da noch in diesen Wachsresten befindet, braucht ihr gar keine Bedenken haben, denn beim Schmelzen sinken diese ganzen Schmutzbestandteile und dieser alte Docht sinkt einfach auf den Boden und dann könnt ihr ganz einfach diesen sauberen Wachs oben abgießen. Dann braucht ihr noch Docht. Der hier ist jetzt gekauft, hat unten so Metallfüßchen, damit der Docht besser in diesem Gefäß stehen bleibt. Das muss nicht sein, denn wenn ich mir nachher diesen Docht noch teile oder kürze, habe ich auch ein Stück ohne dieses Metallfüßchen und das geht genauso. Ihr könnt euch sogar Docht selber machen mit so einem dickeren Baumwollhäkelgarn. Wie, das zeige ich euch dann nachher noch. Dann braucht ihr Duftöl. Ich habe hier jetzt Orange und Lavendel, aber da könnt ihr nehmen, was ihr gerne riecht. Und dann natürlich alte Tassen. Die hier habe ich jetzt vom Flohmarkt. Die hier mit so schönen Ornamenten, die ist vom Diakonieladen. Schaut mal einfach im Schrank von Oma oder eurer Mutter nach. Also da finden sich immer wieder solche Tassen. Und dann braucht ihr natürlich auch wieder einen alten Topf und Konservendosen. Zuerst zeige ich euch jetzt mal, wie ihr euren Docht selber machen könnt. Also ihr schneidet euch ein großzügiges Stück von eurer Wolle ab. So, und ihr nehmt jetzt euren Docht und taucht den in diesen flüssigen Wachs oder euren Wollfaden, taucht den in den flüssigen Wachs und tränkt den richtig schön, bis er sich vollgesaugt hat. Dann nehmt ihr den raus und legt den ganz glatt aus und dann lasst ihr ihn so trocknen. Und so sieht dieser selbstgemachte Docht dann aus, wenn er fertig ist. Und dadurch, dass er so schön fest und steif ist, lässt er sich auch gut in der Mitte der Tasse positionieren und verrutscht nicht. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch ganz gut sehen, wie diese Schmutzbestandteile auf den Boden von dieser Dose gesunken sind. Also der Wachs oben drüber, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, oben drüber ist echt total klar und der alte Docht liegt unten am Boden. So, und jetzt bereiten wir unsere Tasse für das Kerzengießen vor. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt den selbstgemachten Docht verwendet, dann knickt er den unten ein Stückchen um. Dann hat er auch im Grunde genommen so ein Füßchen. Und genau dieses Füßchen stellt er jetzt unten in die Tasse rein, legt dann den Schaschlikspieß über die Tasse und auf der Höhe, wo der Schaschlikspieß jetzt den Docht trifft, nehmt das Ganze raus und wickelt den Docht ein paar Mal um diesen Spieß und dann stellt ihr diesen Docht so in die Tasse, dass er dann mittig positioniert ist und dann geht es auch schon weiter mit dem Wachs. Um jetzt diesen schönen Duft in diese Kerze zu kriegen, nehmt ihr euer Duftöl und gebt circa für so eine Tassengröße 30 bis 40 Tropfen in euer Wachs. Dann rührt ihr kräftig um. Und dann gießt ihr den flüssigen Wachs in eure Tasse. Und dabei haltet ihr den Schaschlikspieß mit dem Docht ein bisschen fest. Und dann lasst ihr diese Kerze ganz eben und ganz ruhig stehen, bis die Oberfläche ausgehärtet ist. Sonst kriegt ihr unschöne Ränder, wenn ihr die jetzt verschiebt. Also einfach stehen lassen und aushärten lassen oder abkühlen lassen.
Wenn euer Wachs jetzt ausgehärtet ist, dann entfernt ihr noch den Schaschlikspieß und kürzt den Docht. Und so schnell habt ihr wunderschöne Duftkerzen in der Tasse selber gemacht. Und ich finde, durch diese Tassen haben die so ihren ganz eigenen Charme. Und als Tischdeko eine ganz zauberhafte Idee oder auch zum Verschenken wunderbar geeignet. Und so habt ihr eure Kerzenreste sinnvoll weiterverwertet. Einmal in Form von diesen Feueranzündern. Da möchte ich auch noch dazu sagen, in dieser Eierkartonschachtel kann man die einzelnen Kästchen wunderbar abreißen, so wie man es eben braucht. Oder eben dann in Form von dieser Duftkerze in der Tasse oder auch Cup Candle genannt. Ich finde, es sind zwei ganz schnell gemachte Ideen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Freude beim Nacharbeiten. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Gerne dürft ihr noch auf Facebook vorbeischauen oder in einem meiner letzten Videos auch. Hier verlinke ich noch zwei passend zur Jahreszeit. Ich freue mich auch immer wieder über Kommentare. Dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder auch nicht. Und ich sage jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Mal.